Welcome back bei Formel 1. Wir sind in Monza in Italien. Hier auf dem Hochgeschwindigkeitskurs. Ja. Und wir fahren wieder viel zu schnell in die Kurve. Haben wir eben auch schon gemacht. Ja, komm, Verwarnung abkürzen. Wir halten den jetzt erstmal auf hier. Ja. Hamilton vor mir, hier Training, ne? Und da will ich mal hoffen, dass sich das schnell ändert. Dass der ganz schnell da verschwindet von der 1. Und dass ich dann da wieder stehe. So soll das doch sein. So, jetzt auf die gezeichnete Runde. Deine Zeit im ersten Sektor ist gut, aber in den letzten beiden Sektoren lässt du jede Menge Zeit liegen. Das war ein ungewollter Ausrutscher gerade. Fuck. Die Zeit war auf jeden Fall ziemlich gut. So. Naja, müssen wir nächste Runde abwarten, bringt ja nichts. Mal die Reifen erstmal wieder sauber. Reifen, Benzingemisch ist auf Fett. Gucken, wie viel Topspeed wir jetzt hier drauf kriegen. Naja, das war jetzt nicht so sonderlich toll. Schön über die Abweiser geflogen da. Ich glaube, gerade kamen Regentropfen. Ja, ja. Dann sollten wir jetzt schnell die Runde fertig kriegen. Es regnet nämlich schon ein bisschen. Es tröpfelt schon. Also jetzt schnell die Runde noch fertig kriegen. Bevor das richtig schüttet. Weil dann kriegen wir keine Verbesserung mehr hin. So, jetzt lange gerade hier. Absolute Bestzeit Sektor 2. So, und jetzt lange gerade hinten an die lange Kurve und dann Standort Ziel. Ah, Platz 1. Jetzt probieren wir es nochmal und ansonsten.
Ah, nee, das wird nix. Naja, aber jetzt regnet es auch. Und von daher wird es das jetzt auch gewesen sein. Glaube ich zumindest. Sowieso gelb, also von daher. Jetzt keine Disqualifikation erzwingen. Wir fahren einfach weiter, dass nichts passiert. Kann man eigentlich mit Top Speed durch diese Kurve? Naja, kann man nicht. Naja. Aber es sieht schon ganz gut aus. Also, wir wollen nicht klagen. So. Ja, wir spulen mal vor und dann mal gucken, wie sich die Zeiten entwickeln noch. Aber das sieht schon ziemlich gut aus. Also die Zeit auf jeden Fall relativ gut. So. Kommen wir mit den Intermediates nochmal raus. Mal gucken, einfach mal so ausprobieren. Fertig. Einfach mal ausprobieren, wie sich so fahren lässt. Zeiten werden sie auf jeden Fall nicht mehr verbessern, das ist klar. Ja, was mach ich denn hier gerade, Doofkopf? Hier muss ich mal wahnsinnig aufpassen, weil ich mal viel zu schnell bin hier. Ah. Wird so nix. Nee, nee, nee. Wer ist das denn hier? Nee, nicht vorbei. Kannst knicken.
Mal gucken, was ich jetzt hier auch für Rundenzeiten fahre. Wäre mal interessant zu sehen. Hat. Die hat aber leider nicht gezählt. Oh Mann. Fuck. So. Es ist ja hier. Läuft ja super. Tja, tut mir leid, aber es musste sein. Stand hier in der Mail ganz am Anfang, stand hier, dass der 350 die Höchstgeschwindigkeit ist. Also ich kriege hier nur 100, 320 hin. Also wie du 350 schaffen willst, das ist mir fraglich. So, jetzt mal gucken. Scheiße. Och Mann. Ernsthaft. Ey. Spannend jetzt. War das jetzt nochmal hinkriegen? Eine gute Runde ohne Fehler hier zu schaffen. Hä? Warum ist denn jetzt kein DRS mehr aktiviert? Was ist das denn für ein Scheiß? Aber warum ist denn jetzt kein DRS mehr aktiviert? Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Ja, aber die Rundenzeiten werden immer schlechter. Das kannst du knicken. Oh. Fahren wir jetzt in die Box, wenn gut ist. Was willst du machen?
aber so an sich ist die Strecke ganz gut. Also mal gucken jetzt im Qualifying dann, wie es laufen wird. So, Freunde der Nacht, also. Dieses Wochenende sind alle. Platz 1, gut gemacht. Ja. Wir wissen nicht, wie viel Sprit die anderen an Bord hatten, aber das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Ja, ist doch super hier. Das läuft doch richtig, richtig hart, Leute. Also, Hulkenberg auf Platz 5. Und ja, dann geht's dann in der nächsten Folge mit dem Q1 los. Was ist denn hier für ein Gebrumme, ey? Ja, wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Q1 aus Monza zum großen Preis von Italien. Bis dann, macht's gut und tschüss.